Hallo und willkommen zurück zu Legend of Heroes Trails of Cold Steel, wo wir gerade den Kampf mit Klaus hinter uns gebracht haben und jetzt eigentlich damit unser Tagewerk erledigt haben. Gucken wir gerade mal, hier ist nichts. Oh, es sieht so aus, als wäre schon beinahe Abend. Der Sonnenuntergang ist ja wie auf einem Bild. Meint ihr nicht auch? Und es scheint auch so, als ob sich der Nebel ein wenig verzogen hat. Ich rate mal, dass morgen ein klarer, sonniger Tag sein wird. Egal, wir haben jedenfalls alle Hauptaufgaben erledigt, die wir heute hatten. Also sollten wir wahrscheinlich jetzt zur Gilde zurückgehen. Ich bin sicher, Torvald ist schon neugierig, wie es uns heute ergangen ist. Ja, klingt doch prima. Bevor wir das machen können, müssen wir nochmal eben in Haus 1 vorbei. Da müssen wir noch was abholen. Steht hier auf meinem Zettel. So, wo ist das? Das ist da. Mit irgendjemandem muss ich hier sprechen. Wusstest du, dass es eine Buchserie gibt, die sich an junge Leute richtet und in der es um Vampire geht? Ich war neugierig, also habe ich sie selbst gelesen und ich konnte gar nicht mehr loslassen. Hier, nimm das. Es ist sicherlich kein moderner Klassiker, aber ich denke, du wirst es mögen. Ach so, da ist eine Vampirgeschichte bei Red Moon Rose. Naja, dann können wir jetzt ja zur Gilde. Wir sind zurück. Today was so much fun! Es war so ein Riesenspaß heute. Okay, willkommen zurück. Ah, seems my timing could hardly have been better. Oh, dann könnte mein Timing wohl kaum besser gewesen sein. Huh? Father? Vater? Ich dachte gerade im ersten Eindruck, das wäre hier der Modedesigner vom Ort. When did you get back? Wann bist du denn zurückgekommen? When only Klaus came to greet us, I assumed I wouldn't be seeing you while I was in Le Graham. Als uns heute früh nur Klaus begrüßte, hatte ich angenommen, dass ich dich gar nicht sehen würde hier in Le Graham. Fortunately, I was able to take some time away from my engagements to see you and your class. Ach, glücklicherweise war ich in der Lage, ein wenig Zeit abzuknapsen von meinen Verpflichtungen, um dich und deine Klasse begrüßen zu können. And while I was in town, I also had some business to attend to with the guild, which is what brings me here. Und während ich in der Stadt war, hatte ich auch noch ein paar Geschäfte zu erledigen mit der Gilde. Und darum bin ich hier. It does my heart good to see you again, Laura. Es erfreut mein Herz, dich wiederzusehen, Laura.
It seems you've grown since I last saw you. Es sieht so aus, als wärst du noch mehr gewachsen, seitdem ich das letzte Mal gesehen habe. Und Lauras Haar wird jetzt bestimmt ganz glänzend, wenn das immer so gestreichelt wird. Father, please don't treat me like a child. Vater, bitte behandle mich doch nicht wie ein Kind. But it's good to be back. Aber es ist trotzdem schön, zurück zu sein. Ich glaube, das ist ein ganz netter Kerl. It's good to have you der back. Viscount Azide. Es ist schön, dich wieder zu haben. Also, das ist der Radiant Blade Master, der strahlende Klingenmeister. Oh, Laura's Dad wirkt so cool. Ja, sie scheint, ihr scheint es ein bisschen peinlich zu sein, aber ich habe sie selten mal so fröhlich erlebt. Ah, these must be your friends. Ah, das müssen deine Freunde sein. Right. These are my classmates from class 7 and my partners in this field study. Genau, das sind meine Klassenkameraden aus Klasse 7 und meine Partner in dieser Exkursion. Victor Azide. Then let me welcome you to Legram. I'm Viscount Arcade, the ruling lord here. Dann lasst mich euch in Legram willkommen heißen. Ich bin Viscount Azide, der Fürst dieses Landes. My daughter has told me all about you in her letters. Meine Tochter hat mir schon alles über euch in ihren Briefen erzählt. So it's a pleasure to finally be able to put faces to the names. Daher ist es mir eine Freude, endlich die Namen mit Gesichtern zu füllen. Das ist lecker. Oh, sei vorsichtig, Milium. Du verschüttest noch deine Soße über dem Tisch. Also, das ist die Küche aus Legram. Ich denke, ich würde gerne alles auf dem ganzen Tisch essen. Ja, das kannst du laut sagen. Das ist das reichhaltigste, oder nein, das fetteste Fleisch. Ich verstehe es nicht so ganz. Also dieses fette Fleisch hat mich auf jeden Fall viel nachdenken lassen, worüber auch immer. Ja, das ist gerösteter wilder Eber. Bereitet dir irgendwas Kummer, Sohn des Hauses Albaria? Du scheinst heute Abend deine Sorgen mit an den Tisch gebracht zu haben, aber nicht deinen Appetit. Nun ja. Es liegt nur daran, dass ich weiß, dass meine Familie dir ja eine ganze Menge Probleme bereitet hat. Jusis. Ist er? Ah, oh das. Ja, das sind nur kleinere Meinungsverschiedenheiten. Du weißt es vermutlich selbst nur zu gut, dass Konflikte über Steuern unter Adligen so sicher sind wie das Amen in der Kirche. Es ist nichts, weswegen man sich Sorgen machen muss. Danke für deine netten Worte. Aber erzählt mir lieber von eurem Tag. Wie ich hörte, habt ihr heute Nachmittag gegen Klaus gekämpft. Und seid siegreich davon getreten.
Ja, das waren wir tatsächlich. Allerdings hatte ich das Gefühl, als ob er nicht alles gibt. Ach, völliger Unsinn, my lady. Du und deine Klassenkameraden haben mit dem Eifer junger Löwen gekämpft. Ich freue mich schon drauf, dich noch in höheren Ligen zu sehen. Ja, ganz wunderbar. Ich hatte meine Hoffnung, dass du eventuell die Mädchenschule in der Hauptstadt besuchen könntest. Aber du scheinst ein paar exzellente Freunde in Tor gefunden zu haben. Vielleicht sollte es deshalb so sein. Ja, ich denke ganz genauso. Laura. Rean, was gibt's denn? Ich bin neugierig. Ich spüre Furcht in deiner Schwertkampfkunst. Ein bestimmtes Zögern. Was? Ach so, das ist bestimmt, dass Rean seinen inneren Dämon oder was auch immer das ist, unterdrücken will. Das spürt hier wahrscheinlich unser Victor. Der Schwerteinsiedler Jung Ka-Fei. Zusätzlich, dass er dein Meister ist und der Gründer der Eight Leaves One Blade Schule, ist er auch noch ein persönlicher Bekannter von mir. In der Tat habe ich ihn sehr oft zum Duell gefordert. Ich verstehe. Vergib mir bitte, dass ich frage, aber wer war denn der Sieger? Ja, der Sieger muss jetzt noch gefunden werden. Oh ja, wir haben April mit Gewitter. Naja, auf jeden Fall ist das Ausfechten unserer unterschiedlichen Philosophien so intensiv, eine so intensive Erfahrung, dass wir ständig vergessen, die Zeit vergessen. Allein der Gedanke, dass es da einen Schwertkämpfer gibt da draußen, der in der Lage ist, auf Augenhöhe mit dir zu kämpfen, die Welt ist wirklich ein weitläufiger Ort. Die Welt ist wirklich groß, könnte man auch sagen. Ich kann mir kaum vorstellen, wie ein derartiges Duell wohl aussieht. Aber zurück zu dem, was ich gesagt habe. Die Eight Leaves One Blade Schule hat ihre Einflüsse von Elementen von unterschiedlichen östlichen Schulen der Schwertkampfkunst. Die Philosophie des Stils hat eine solche Tiefe, dass es nicht schwer zu begreifen ist, warum man denjenigen, der sie vollständig meistert, als göttliche Klinge bezeichnet. Aber es gibt bei dir irgendetwas, Rean. Etwas, das dich so sehr erschreckt, dass dessen Schatten dich schon in die Ecke drängt. Er bezieht sich wahrscheinlich bestimmt auf... Ja, ich hatte auch schon den Eindruck. Ach, ist das die Last, die Rean trägt? Oh Mann, kriegt Rean jetzt vielleicht auch noch eine bessere S-Craft, wenn er seine Zügel loslässt? In der Tat,
Es scheint, was auch immer geschehen ist im alten Schulgebäude letzten Monat, hatte irgendwas damit zu tun. Aber... ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Ich hätte nie geglaubt, dass es für dich so leicht wäre, so viel über mich zu erzählen. Aber danke, deshalb habe ich es geschafft, meinen Geist zu klären. Also ich habe auf jeden Fall jetzt eine Lösung gefunden, genau. Was? Oh. Mein Lord, ich bitte dich als strahlender Klingenmeister, würdest du mir die Ehre eines Duells gewähren? Irene, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Wir haben gerade zu viert so gerade mal eben Klaus niedergerungen und hier Viktor ist bestimmt noch mal eine Nummer härter. He doesn't stand a chance. Receiving instruction from him would be one thing, but to duel a master like Viscount Arsaid... looks like the odds aren't in his favor then. Rean, please reconsider. Rean, denk doch nochmal drüber nach. You too, Father. Stop this nonsense. Und du auch, Vater. Hör auf mit diesem Unsinn. Naja, Unsinn ist es jetzt nicht. Also Rean wird natürlich auf die Fresse kriegen, aber... das ist ja nun kein Unsinn, wenn Reans Meister auf Augenhöhe mit dem Viscount Arsaid kämpfen kann und Rean auch irgendwann mal Meister werden will, dann kann er es ja zumindest mal versuchen. Please, Laura, stay out of this. Laura, halt dich da bitte raus. This duel is between Rean and myself. Stand aside. Dieses Duell ist nur zwischen Rean und mir. Also, bleib bitte beiseite. Are you certain this is what you want? Bist du sicher, das ist, was du möchtest? I am. Das bin ich. It's an honor to have the opportunity to test my mettle against the renowned Radiant Blade Master. Es ist eine Ehre. Die Gelegenheit zu bekommen, meine Kampfkünste gegen den berühmten strahlenden Klingenmeister zu testen. Thank you for accepting. Danke, dass du angenommen hast. Ja, das ist wirklich eine Ehre. Also, da hätte jetzt nicht jeder kommen können. Ich denke, das überlegt sich Viscount Arsaid schon sehr gut, mit wem er sich duelliert und mit wem nicht. Ich weiß deinen Kampfgeist zu schätzen. Now. Show me what a swordsman of the Eight Leaves is capable of. Jetzt zeig mir mal, zu was ein Schwertkämpfer der Achtblattschule in der Lage ist. Ah ja, genau wie Laura auch Zweihänder. Wow! Amazing! He can wield such a massive blade so deftly with just one hand. Ja, genau, Gaius. Er schafft es tatsächlich, den Zweihänder in einer Hand zu tragen. Ah, unbelievable. That's Galan Sharl, a great sword that's been passed down in the Arsaid family for generations. Das hier ist Galan Sharl, ein Großschwert, das schon seit Generationen in der Arsaid-Familie vererbt wird. It was once wielded by the ancestor of our house, the second in command of the Eisen Ritter. Einst wurde es geführt von dem, ja wahrscheinlich Gründer des Hauses oder zumindest ein Vorfahr dieses Hauses, der stellvertretende Kommandant der Eisenritter. Ich spüre unglaubliche Kraft in ihm. Er könnte sogar stärker sein als mein Meister. Was bedeutet das gegen ihn?
Reen Schwarzer of the Eight Leaves One Blade School, beginner rank. I stand ready. Victor S. Arsade, master and successor of the Arsade School. Ready. Begin! Now, show me what you're capable of. Ja, jetzt hätte ich vielleicht meine CP besser mal vorher aufrufen wollen. Go! Aber jetzt vom rein logischen dürfen wir eh gar nicht besiegen können, weil er ja mächtiger ist als Klaus, weil er mindestens so mächtig ist wie Reens Meister und naja, da haben wir wohl eher keine große Chance. Ich will mal gucken. Also wenn ich jetzt einmal angreife, dann bin ich eh tot, also heile ich mich mal. Here we go. So, dann gehen wir nochmal dran. Jetzt können wir mal was machen. Jetzt können wir mal gucken. Nein, hier können wir natürlich nicht. Ja. S-Craft und so wird natürlich nichts. Ich probiere ihn einfach mal mit Glück zu sealen. Dagegen wird er wahrscheinlich immun sein. Wir werden sehen. Ja, wir machen null Schaden. Das ist ein Kampf, um uns unsere Grenzen aufzuzeigen, denke ich mal. Dann versuchen wir doch nochmal einen Zauber. Ob der Schaden macht. Achso, unsere EP wurden aufgefrischt. Die waren ja auch ziemlich am Boden nach dem letzten Kampf. Zum Glück haben wir noch ganz gutes Evade. Ja, null Schaden. Okay, da werde ich jetzt keine Items verschwenden. Jetzt machen wir aber nochmal unsere S-Craft. Und wenn er die auch null Schaden macht. Ja. You will not escape. I'm sorry, everyone. This is why I tried to stop them. Und genau deshalb wollte ich sie beide aufhalten. I could barely even see what happened. Ich konnte kaum sehen, was da geschehen ist. It's not like Reen is weak. Es ist ja nicht so, dass Reen schwach ist. It's more that his opponent's strength is so far beyond his. Aber die Stärke seines Gegners ist um ein Vielfaches höher. What are you doing? Was machst du da? This duel is not yet over. To your feet, at once. Das Duell ist noch nicht vorbei. Los auf die Beine. Father? Vater. Nach einem K.O. gehe ich noch lange nicht nach Hause. I know you're capable of more than this. Ich weiß, dass du mehr kannst. But if you are still too afraid to assert your true strength, then I have no choice but to force your hand. Aber wenn du immer noch zu viel Angst hast, deine wahre Stärke zu nutzen, dann lässt du mir keine andere Wahl, als deine Hand zu zwingen. Und zeig's mir. Disappeared? Er ist verschwunden? No. Too slow. Aber selbst in seiner dämonischen Form hat er gegen den Radiant Blade Master wohl keine Chance. Wow! This is. Is this what Reen is afraid of? Hat Reen etwa davor Angst? Excellent. This is as it must be. Excellent.
Genau so muss es sein. This is the power that slumbers deep within you. Das ist die Kraft, die tief in dir schläft. As long as you continue to cower in the face of it, you'll remain forever at a standstill. Solange du dich scheust, ihr in die Augen zu schauen, wirst du dich niemals weiterentwickeln können. I want to see your true potential. Okay. Now. Jetzt habe ich 0 CP. Dann wollen wir die mal auffüllen. Was? Habe ich ja keine große Wahl. Ich könnte ein Item nehmen oder so. Ich will erst mal gucken, was jetzt hier passiert. You will not escape. There. Now. Okay, wenn es so weitergeht. Ich will dann schon mal zur S-Craft vorarbeiten. Besser als jetzt hier normale Arzt zu verwenden. Ich glaube ja, der wird immun sein, genau. Gegen alle Statuseffekte ist der immun. Und Arzt brauche ich jetzt auch nicht versuchen. Nehme ich lieber hier die 15 CP immer mit. Now. Okay, er macht doch Schaden. Und, ich dachte schon, er verfehlt uns dauernd, aber es ist gar nicht so. Now. Ich überlege, ob ich bis 200 gehen soll oder... Macht das mit 200 doppelt so viel Schaden? Ich weiß nicht. Ja, ich mach das aber doch. You'll not escape. There. Now. Bei Gelegenheit noch heilen, wenn wir noch ein bisschen nur noch einen Treffer einstecken. Ich weiß nicht, ob Tira so das Gute ist. Ich nehme lieber ein Item. Lohnt sich ja, ne? 7200 brauchen wir und 8000 heilen wir damit. Schlagen und dann sofort S-Break. Pausen ist auch nicht so der Bringer, ne? Oh oh. You'll not escape. Ja. Okay, da hätte ich jetzt durch geschicktere Spielweise wahrscheinlich auch nichts reißen können. Makes sense now. Ja, ein verrücktes Duell, aber es ergibt nun alles einen Sinn. Why Rhian asked the Viscount for a duel in the first place. Jetzt verstehe ich, warum Rhian überhaupt den Viscount nach einem Duell fragte. You fool. You shouldering such a burden alone all this time? Du Narr, hast du diese ganze Last ganz alleine die ganze Zeit getragen? Are you all right, Rhian? Geht's dir gut, Rhian? Father, there was no need to go that far. Vater, es gab überhaupt keinen Grund, so weit zu gehen. I'm fine. He held back. Es geht mir gut. Er hat sich noch zurückgehalten.
I admit defeat. Ich gestehe die Niederlage ein. I'm honored to have seen the Radiant Blade Master's signature technique. Ich bin geehrt, die Technik des Radiant Blade Masters sehen zu dürfen. I think you're finally starting to understand. Ja, langsam begreifst du. What we call power is simply a measure of one's raw strength. Was wir Kraft nennen, ist einfach ein Maß für die rohe Stärke einer Person. Without knowing how to properly apply it, it has no real meaning. Aber ohne das Wissen, wie man sie sinnvoll einsetzt, hat sie keine wirkliche Bedeutung. However, when you deny the power you already possess, you're only shortchanging yourself. Allerdings, wenn du die Kraft, die dir innewohnt, nicht annimmst, dann bindest du dir selbst halt nur die Hände zusammen. You're right. I feel like I finally get what my master was trying to teach me about the laws of nature. Du hast recht. Ich habe das Gefühl, so langsam begreife ich, was mein Meister mir beibringen wollte bezüglich der Naturgesetze. But I'm afraid understanding that is only going to make me even more uncertain. Aber ich fürchte, dadurch, dass ich das verstehe, werde ich noch unsicherer. Reen. That's nothing to be ashamed of. Deswegen musst du dich nicht schämen. Stand up, dust yourself off and step forward. Grapple with that fear each day if that's what it takes. Steh auf, klopf dir den Staub von der Kleidung und trete einen Schritt vorwärts. Kämpf mit deiner Furcht jeden Tag, wenn es denn sein muss. Uncertainty weighs on the hearts of all people, but it's far preferable to standing still. Unsicherheit lastet auf den Herzen von allen Menschen, aber es ist bei weitem besser als Stillstand. Ach, ich mag den Viscount. Der ist so ein bisschen so wie, ja, wie so ein guter Geist, jetzt sag ich mal, wie jemanden, ein Supporting Character sozusagen. Einer, der uns weiterbringen will, dessen Hilfe wir mehr erreichen können. Er will selbst gar nicht die Hauptrolle haben, er will einfach nur unterstützend da sein. Wer bist du denn? The mist seems to have cleared. Was machst du denn da? Schlafwandler? Der Nebel hat sich aufgeklärt. So, that's the Saint's Castle. Das ist also das Schloss der Heiligen. You can't come out right now. Du kannst jetzt nicht rauskommen. Someone might notice you. Jemand könnte dich sehen. Don't worry about it. It's fine. Mach dir deswegen keine Sorgen. Es ist schon okay. The Radiant Blade Master may be scarily perceptive, but I doubt he'll notice my little moonlit stroll. Der strahlende Klingenmeister ist vielleicht erschreckend aufmerksam, aber ich bezweifle, dass er meinen kleinen Mondspaziergang bemerken wird. Honestly. Im Ernst. Well, what do you think? I'm not sure how much we can count on the boy. Also, was denkst du? Ich bin nicht sicher, wie sehr wir uns auf den Jungen verlassen können. It seems he's finally found what he needs to move past what's been holding him back. Es scheint so, als ob er endlich das gefunden hat, was er brauchte, um nicht mehr zurückgehalten zu werden. But I'm still not certain he's going to make it in time. Aber ich bin dennoch nicht sicher, ob er es rechtzeitig schaffen wird. Oh, that's not for us to decide. Diese Entscheidung liegt nicht bei uns. Our role is to watch over and guide him, nothing more. Unsere Rolle ist, über ihn zu wachen und ihn anzuleiten, nichts mehr. Haha.
Ich habe wieder gerade komische Gedanken. I don't want you to do anything like that ever again. Und ich möchte nicht, dass du noch einmal etwas dergleichen wieder tust. Fine, fine. Na gut. Setting that aside for now. Aber lassen wir das mal beiseite. I'm sure you've already sensed it, but there is definitely something inside that castle. Ich bin sicher, du hast es bereits gespürt, aber es gibt definitiv etwas innerhalb des Schlosses. That place is out of our jurisdiction, but I have a bad feeling about this one. Dieser Ort fällt nicht in unseren Zuständigkeitsbereich, aber ich habe ein schlechtes Gefühl, was das betrifft. Me too. Ich auch. I suppose all we can do is point Laura toward it and hope she notices too. Ich schätze, das Einzige, was wir tun können, ist, Laura darauf aufmerksam zu machen und hoffen, dass sie es bemerkt. Oder Laura in die Richtung zu schubsen. Tja, drei kleine Quests heute nur. Keep up the good work. Verglichen mit Heimdall schien mir das hier ein bisschen kürzer zu sein. Wow! Tja, kristallklarer See und jetzt kommt gleich Neidhart um die Ecke und macht Schwimmtraining mit uns. Was für eine Aussicht! Wenn man auf den See schaut, ist es so, als ob man in einen riesigen Spiegel schaut. Ich schätze, den Hafen, den man da hinten sehen kann, der muss in der Sutherland-Provinz sein, also in der Südland-Provinz. Heute kann man auch das Schloss der Heiligen oder das Heilige Schloss, je nachdem, viel deutlicher erkennen. So sieht also Legram an einem klaren Tag aus. Es scheint beinahe so, als wären wir in einer anderen Stadt. Ach, wisst ihr, beide Gesichter meiner Stadt haben einen Platz in meinem Herzen. Ach, tut mir leid übrigens noch wegen des ganzen Ärgers, den ich gestern gemacht habe. Oder Unruhe. Rean. Ja, das hast du wirklich. Allerdings hast du das gemacht, weil es notwendig war, richtig? Ja. Vor dem gestrigen Tag war ich nicht in der Lage, die Wahrheit zu erkennen, was mir mein Meister wirklich beibringen wollte. Aber durch das Duell mit deinem Vater habe ich endlich realisiert, was ich die ganzen Jahre über verstehen sollte. Ich verstehe. Unter diesen Umständen werde ich nicht das kritisieren, was du getan hast. Ich kann das Gefühl durchaus verstehen. Sich vorwärts zu kämpfen, selbst im Anblick des was auch immer. Wie es scheint, haben dich die Winde gesegnet. Aber Rean, ich denke, du schuldest uns eine Erklärung. Was war das für eine Kraft, die du in dem Duell offenbart hast? Ich habe nie etwas dergleichen zuvor gesehen. Das war so cool, als ob du plötzlich zu einer ganz anderen Person geworden wärst. Fast so, als ob da so eine versteckte Kraft in dir verschlossen war und die dann in einem riesigen Blitz sich entladen hat. Ja, so muss es wohl ausgesehen haben.
Es gibt da etwas Bestienähnliches, was in mir schläft. Und wenn ich vollständig die Kontrolle verliere über mich selbst, dann verschlingt es mich und transformiert mich auf eine gewisse Art und Weise. Ich kenne diese Kraft schon seitdem ich ein Kind bin, mein ganzes Leben, und lebe in ständiger Furcht vor ihr, in Furcht vor meinem anderen Ich. Das scheint mir eine seltsame Last auf deinen Schultern zu sein. Etwas Bestienähnliches? Ach, ich weiß nicht. Scheint jedenfalls ziemlich cool zu sein. Übrigens, wenn es dich noch stärker macht, warum bist du denn nicht die ganze Zeit so? Ja, ich wünschte, das wäre so einfach. Vor Jahren habe ich meinen Meister das erste Mal gefragt, den Weg des Schwertes auf die Art und Weise zu benutzen, um diese Kraft zu unterdrücken. Ich dachte, wenn ich die Kampfkunst meistern würde, könnte ich auch meine Furcht meistern und meinen Instinkt ersticken. Aber das half mir nicht dabei, das darunterliegende Problem zu lösen. Und irgendwann habe ich mein Training nicht fortgesetzt. Ziemlich armselig, was? Ach, Rien. Aber du sagtest, dass das gestrige Duell dir half, etwas zu realisieren. Genau. Ich kann es verleugnen oder kann diese Kraft verleugnen, so viel ich will, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass sie da ist, irgendwo. Und solange ich das nicht akzeptieren kann, werde ich mit mir selbst nicht im Reinen sein. Und dann werde ich auch niemals an meine Zukunft denken. Es klingt jetzt so einfach, das jetzt zu sagen, aber ich habe sehr lange gebraucht, um das jetzt endlich zu realisieren. Oh, okay, verstehe. Tja, der Ärger sucht dich wirklich ständig heim, oder? Also wirst du jetzt dein Los akzeptieren und voranschreiten, auch wenn dein Weg alles andere als sicher ist? Das ist sehr inspirierend. Ich hoffe, du erzählst auch Gruppe B, was du jetzt mit uns geteilt hast. Ich glaube, die würden sich riesig freuen, von dir zu hören. Ja, ich denke, das werde ich wohl machen. Ich glaube, jeder macht sich ohnehin Sorgen nach dem, was letzten Monat im alten Schulgebäude geschehen ist. Und hier sind die großen Neuigkeiten. Ihr habt im Ernst euch mit dem strahlenden Klingenmeister duelliert? Naja, er war gütig genug, mir die Chance zu geben, meine Fähigkeiten gegen ihn zu testen. Aber die Lücke zwischen ihm und mir ist so gigantisch, dass man es nur mit sehr viel Wohlwollen überhaupt ein Duell nennen könnte. Na, stell dein Licht mal nicht unter den Scheffel. Es braucht schon ziemlich viel Eier, um überhaupt auf den Gedanken zu kommen, sich mit dem Vicon zu duellieren. Oder Dummheit, ist ja immer die Frage. Ist es Mut oder ist es Dummheit? Ich weiß ja, du hast auch gegen Sarah gekämpft und verloren. Und ihre Stärke ist ziemlich intensiv. Aber er ist nochmal eine ganz andere Ebene. Aber ich kann sehen,
dass du deinen Anfängerrang in der Eight Leaves One Blade Schule nicht umsonst bekommen hast. Ah, du bist überraschend gut informiert. Tja, das ist halt auch ein Bracer. Naja, die Gilde hat ziemlich enge Bande mit der Eight Leaves One Blade Schule. Aber egal, ich gebe euch jetzt mal die Aufgaben für heute. Uno 2. Wieder ein Highway-Monster. Na, dann kommt bestimmt noch eine dritte Aufgabe, was? Weil das Highway-Monster war ja gestern auch nicht die endgültige Quest, sondern der Übungskampf da in der Trainingshalle war das. Okay, aber was ist diesmal? Wir wissen nicht, was es für ein Monster ist. Und wir müssen mit Torvald sprechen, alles klar. Und dann möchte Schwester Teramis die will sich wohl entweder bewerben oder ein Angebot machen für St. Zentlot. Und das will sie üben. Naja, würdest du mir helfen, oder würdet ihr mir helfen, die notwendigen Materialien zu sammeln? Dann seht mich, oder trefft mich bitte in der Kapelle. Ach so, Offering, natürlich. Die will eine Opfergabe vorbereiten für die heilige Sandlot, also für die Lanzenmaid. Da will sie ein Opfer darbringen und wir sollen die Materialien sammeln. Oh, da hatte ich aber mehr erwartet. Ich bin ziemlich neugierig, was dieses Monster betrifft. Na, ich möchte euch ja nicht überfordern, weil ich euch heute Nachmittag noch eine weitere Aufgabe geben will. Es scheint ja euer letzter voller Tag hier in Legram zu sein. Und deshalb solltet ihr ihn so gut wie möglich nutzen. Okay, also jetzt los, raus mit euch und macht, was ihr macht. Verstanden. Ja, kein Grund, die Angelegenheit hinauszuzögern. Das sollte zumindest nicht allzu lange dauern. Ja, das glaube ich auch nicht. Ja, dann los geht's. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss und ich kann nochmal auf den Zettel gucken, ob ich noch mit jemandem unbedingt reden muss. Aber ansonsten machen wir dann nächste Folge mit dieser Opfergabe weiter, also mit dem Zutatensammeln. Nö, also muss ich nichts mehr machen, ups. Dann können wir schon mal Richtung Kapelle gehen. Ich weiß, wo sie ist. Also die war da oben, ne? Ja. Ja, und dann können wir morgen direkt loslegen mit dieser Quest. Also bis dann. Tschüss.